Hallo und willkommen zu einer Folge MW3 Zombie. So, wir machen unsere nächste Hauptmission. Heute müssen wir nämlich eine mysteriöse Kiste looten und dann den Primärwaffe rausbekommen und damit Kills machen. Dings, werden die eigentlich auch angezeigt, die Kisten? Da, so ein Ding brauchen wir. Dings werden natürlich wahrscheinlich auch Geld kosten. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir erstmal dahin. Das waren diese drei Extraktoren, die man schützen muss, ne? Der Auftrag davon. Was ist das da unten? Und das da lieber. Wir machen die Mission. Das werden wir gleich realisieren, die Zombies. So, ansonsten hätten wir irgendwo einen Shop von der Tiere in der Nähe. Da oben wäre auch ein Shop. Das heißt, an sich, wenn wir Geld brauchen, können wir aber looten und Sachen verkaufen. Das wäre dann auch nicht das Problem. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie viel die so eine mysteriöse Kiste überhaupt kostet. Was ist das denn für ein Symbol? Schnellwiederbelebung. Was für ein Ding? Was ist denn eine Schnellwiederbelebung? Reiche Leute, kann ich von der Tier jemanden wiederbeleben hier oder was? Scheiß, mal gucken. Kühlschrank. Wo ist das Ding jetzt? Frage. Ist hier irgendwo? Oh, nicht nachladen, das war dumm. Schlag zu. Okay, wo war es? Schnell wieder Belebung hier drin. Wie war es da schon? Da ist irgendwo oberes Geschoss. Da kann ich hier jemanden. Warte, ist das. Warte mal. Ah, hier ist ein Shop, wo ich das freikaufen könnte, glaube ich. Dass ich jemanden wieder, ich glaube, ich könnte die Leute wiederbeleben von der Tür her. So Warzone-mäßig, würde ich mal vermuten. Dass ich die hier quasi freikaufen kann. Oder? Da wirst du einfach mal ausprobieren hier. Wie viele Zombies mal. Also, wie viele Zombies sind hier schon wieder? Was geht mit euch? Alles tot, mein Gott. Ich will das Ding hier mal angucken. So. Trinken und schnell geheilt, um wiederbelebt zu werden. Okay, ich glaube, ich kriege hier ein Item, was mich dann wiederbelebt, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Ich habe keine Muni mehr. Habe ich von euch die Muni irgendwo fallen gelassen? Da. Ja, nehmen wir mal unseren Auftrag hier an. Hier nicht. Hier nehme ich mit. Kann ich einmal verkaufen? Wo ist ein Auftrag? Komme ich hier rein? Der ist irgendwie hier drin oder nicht? So oben drauf? Der ist oben drauf, oder? Nee, hä? Bin ich doof? Hab ich den gar nicht gesehen? Hä? Wie soll er denn hier irgendwie sein? Das verstehe ich nicht. Hä? Bin ich dumm? Kommst du hier wie rein? Der steht hier draußen auf dem Tisch, Alter. So, wohin? Da hinten hin. Sammle Daten von seismischen Refraktoren. Immer 2000. Und wenn wir die haben, dann schauen wir mal nach, ob das reicht für eine mysteriöse Waffe. Denkst du, wenn wir Pech haben, kriegen wir auch eine Sekundärwaffe raus, oder nicht? Ich habe da schon mal eine Pistole rausgezogen. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine Sekundärwaffe. Okay, ich muss nur gegen F drücken, das ist einfach. Du Instakill? Bist Instakill, ne? Dann rennen wir damit am besten schnell zum nächsten Punkt. Ja, das ist aber auf jeden Fall ein einfacher Auftrag, so an sich, ne? Wenn wir auf den F drücken, das kann jeder. Hup. Da spawnen ein paar Zombies oder noch. Du kannst auch einfach ignorieren, so vom Ding her. Okay, war gerade ein bisschen reinsprayen für Insta-Kill, aber war da gerade zu Ende, ne? Ja, laufen wir weiter.
Aber meinst du denn verteidigt die Bodenstation? Also sind das die Bodenstation? Oder kommt dann, oder ist das, geht dann, geht's dann noch mal irgendwie weiter? Weil irgendwie kommt mir das ganz einfach vor. Nee, das müssen wir nämlich hier was verteidigen. Aktuell den Server mit Upload zu starten und dann müssen wir es nämlich noch verteidigen. Wollte schon sagen, es wäre so echt ganz schön einfach gewesen. Aua. So, ich hoffe mal, die Zombies kommen nirgends so hoch an der Stelle. Und die hoch. Oh, okay, der kommt mir doch hoch. Da ist so ein Kasten, wo die hochspringen können. Schütze den Server von den Söldnern. Ach, ich werde ja noch beschossen. Ja, fünf. Mach mal so. Oh, warte, ich dachte gerade nach. So was treffen. Wir sollten das einfach unangenehm, muss ich sagen. Erstmal ein paar Rucksäcke mitnehmen. Haben wir die Lara, dass man davon welche auf Vorrat hat? Von den Rucksäcken? Das ist ehrlich gesagt nicht, ob das funktioniert. Also ich muss wahrscheinlich alle Söldner töten, die hier rumlaufen. Das sind ja Söldner, die runterkommen. Ich glaube schon, oder? Ich muss da, ich habe eine Zeit, die unten abläuft. Jetzt sehe ich das erst. 1:30 müssen wir noch. Die ist nur rot auf rot, deswegen ist mir das erst gar nicht aufgefallen. Das sah irgendwie strange aus. Ich glaube, ich gehe mal um das Haus und noch mal wieder rauf. Hallo, bin ich wieder durchsprinten? Geht's noch? Was sind ja noch 79%, Alter, weil die ganze Zeit drauf schießen. Wie viel Schaden das ist? Boah, was? Nein, da waren unten welche dran. Oh wow. Wie schnell ist denn kaputt war dann auf einmal? Das war ja instant weg. Das hält ja gar nichts aus. Ja gut, dann waren schon mal die ersten 10 Minuten jetzt hier für den Arsch. Nur tatsächlich, dann gucken wir jetzt erstmal, wie viel die komische Kackwaffe überhaupt kostet. Bevor ich jetzt irgendwie weiter irgendwas mache. Ja, boah, wie schnell es auf einmal Schrott war, ey. Ja, mich zu schießen noch, ey. Ja, bitteschön. Wir sterben. Der Zombie ist weg. Ich nehme die hier ruhig mit. Mal sie erst weggeworfen. So, wie viel kostet die jetzt hier? 950. Habe ich ja fast. Der ist ja ganz schön billig. Okay. Nee, noch mit, ja, warum nicht? Aber wir haben ein paar Zombies rum, die ich schnell töten kann. Ich will hier meine Waffe haben. So, da ich meine 950. Wie auch immer jetzt die Pistole raus, ey. Okay. Das sieht für mich aus wie eine Primärwaffe. Das eigentlich, genau, habe ich. Dann müssen wir noch wieder 50 Zombies töten. Was haben wir noch für Aufträge hier eigentlich? Groß, wir sollen Boss töten, ne? Eskortieren. Oh, null. Ist auch nochmal ein Großwild gerade gespawnt. Was machen wir das aber nochmal? Professor, das habe ich ja schon mal alle eingestopft. So ein bisschen kiten und so. Wo ihr am besten, du dich nochmal kurz vorher, wo sie ein paar Platten bekommen. Das wäre jetzt auch ganz angenehm. 4. Also, wir werden jetzt nicht so Platten rumliegen in so einem komischen Ding hier, ne? Umkleide wahrscheinlich. Hier könnte Platten drin sein. Eine haben wir schon mal. Erst noch so ein komischer Kasten hier vielleicht nochmal wieder. Oh, lol. Das nehmen wir mit, weil was du bist. Reicht ja nicht, kann ich hier nicht reintun, ne? Die eigentlich macht aber Sinn, meine dann ja wegzuschmeißen, meine eigene Waffe und dann so eine mitzunehmen, ja eigentlich, ne? Weil die kann ich ja wenigstens nur einlagern. Das ist ja quasi meine Waffe, die ich mir selbst erstellt habe.
Macht es ja eher mehr Sinn, die wegzuschmeißen dann. Weil dann muss ich die Gegner töten, ne? Das ist ja meine komische Waffe hier. Ich gebe jetzt aber gerne noch mehr Platten, bevor ich da in den Großwildkampf gehe. Natürlich hier, Alter. Shotgun. Das ist Fitnessstudio hier. Hier war es irgendwie weniger, als ich gehofft hatte, muss ich sagen. Oder bist du näher? Wait, habe ich gerade meine Panzerung ausgetauscht? Habe ich jetzt. Ne, was habe ich gerade gemacht? Habe ich vorne zwei Panzerung? Habe ich jetzt in der Tasche? Ja, habe ich in der Tasche. Ich weiß ja, kann ich denn Sachen einlagern, dass ich, wenn ich jetzt sterbe, also ich lagere die jetzt ein, wenn nächstes Mal sterbe ich für die alles, dann kann ich die, weil ich die eingeladen habe, benutzen? Ich weiß das eher gar nicht bei den Teilen. Dann haben wir zwei Panzerung, komm, wir nehmen das Ding da an, ey. Was soll's? Ich hoffe mal nicht, dass das dann irgendwo hier drin ist. Der Auftrag an sich. Hier nehmen wir den ja nur an. Hier war auf jeden Fall schon jemand. Oh, das hat er aber nicht mitgenommen. So, wohin? Da hinten. Jetzt habe ich eigentlich genug, ne? Jetzt noch mal nachladen. Wenn wir das geschafft haben, würde ich sagen, hauen wir hier wieder ab. Wenn wir es nicht schaffen, dann sterben wir halt. Die zwei Optionen gibt es ja nur. Muss ja hier ein Ausgang in der Nähe? Ne. Warte, Scheiße, wo ist der nächste Ausgang denn wieder? Da oben wäre einer. Aber auf jeden Fall nachher noch einen langen Weg vor uns. Auto haben wir leider auch nicht. Da wäre ein Auto. Das holen wir uns wahrscheinlich dann später. So, was kann man die irgendwie krass kiten oder so? Die können auf jeden Fall ja auch schießen, aber von sich aus, wenn ich dann irgendwo oben rauf gehe, diesen Schuss dodge, kann ich einfach von oben gut abschießen eigentlich, ne? Das ist nur irgendwo oben rauf, wie die nicht raufklettern können, so von der Theorie her. Ist der jetzt so oben auf dem Haus drauf? What the fuck? Komm ich hier irgendwie hoch auf das Ding hier? Also wenn ich von darüber springe, weil da an sich nicht hochkommt normalerweise. Weiß ich, wenn jetzt hier kein Teil ist, wo man hochklettern kann, kommt ja kein Zombie hoch. Und da kann mich auch niemand abschießen. Der wird irgendwo da drin sein halt, ne? Will nicht werfen. Den muss ich wahrscheinlich erstmal da rauslocken. Sonst kommt er da nicht raus. Kann ich jetzt noch ein Ding da reinwerfen? Hier, komm mal raus, Zombie. Aber auf jeden Fall ein paar Zombies getötet. Ist das der Zombie, der gerade aufleuchtet? Dann müssen wir doch mal kurz einmal reingehen, Hallo sagen. Alter, was kommt ihr denn her, ey? Holy shit. Kommt ihr da raus? Ist da draußen? Ne. Gibt's da noch? Oh, da ist er. Help. Ich versuche erstmal wieder, wie eben gerade, drum rauf zu springen. Von der Theorie her. Oh mein Gott. Oh hi. Das war nicht so gut. Oh Gott, ich sterbe. Lauf. Ich will nicht sterben. Die haben gewaffnet, wenn du sterben bist. Ah. Runter hier. Springt ihm hinterher? Oh Gott, ja. Er schlug ihn mal ja wohin. Wo wir. Okay, haut wieder ab. Oder? Oder da andersrum? Ja, haut ab. Okay, ja, das war jetzt auf jeden Fall nicht so optimal.
Ich kann von hier aus abschießen oder so, oder nicht? Ist dann jetzt oben ein Zombie rumläuft. Wenn ich jetzt schnell genug bin, bevor er in sein Haus reinrennt, vielleicht kann ich den Akku da wieder ziehen, wenn ich oben jetzt raufspringe, dass man das richtig macht. Perfekt. Aber das muss ich ja nur dodgen oder kann ich ihn einfach abschießen vor früh? Genau so, so haben wir das vorgestellt. Genau so haben wir das vorgestellt. Jetzt kann ich gleich nochmal komische Fähigkeit noch einmal hier runterwerfen. So habe ich mir das am Anfang eigentlich vorgestellt. Perfekt. Looten wir den hier. Und dann laufen wir zum Auto drum und dann zum Extraktionspunkt. Ah ja, ich muss auch 50 Zombies töten, ja nicht, ne? Davon abgesehen. Da habe ich das mittlerweile schon. Jo, ich habe erst 20 getötet damit. Das muss ich noch machen. Ach, die Waffe, habe ich 21? Ja, nicht, dass ich die ganze Zeit die falsche Waffe benutze, das ist doch die hier irgendwie war. Aber ist schon die. Also später am Ausgang kann man ja wieder Zombies töten. Jetzt mal welche fehlen. Alleine schon hart hier teilweise. Ich glaube, wenn man wirklich halt zu dritt hier rumläuft, dann mit seinem mit ein paar Freunden hier. Oder ist auch zu viert spielen? Nicht zu dritt ist, zu dritt ist ein. Oder nee, ich weiß gar nicht, wie es ist. Nein, wahrscheinlich vier oder nicht? Oder drei? Nee, ich glaube, es geht nur zu dritt. Aber das ist auf jeden Fall schon wesentlich angenehmer. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, wenn er mal die Mission, wenn er mal Mission haben, müssen wir wahrscheinlich hier drin machen, stellt sich ja mal. Da wird, glaube ich, alleine ganz schön hart werden, denn. Dann haben wir noch was einmal nach. Weil wir rauskommen aus dem Zaun. Nicht in Gebiet 2 reinfahren da. Nee, da will ich nicht reinfahren. Alter. Ja, mein Vorderseite ist gleich ein Schrott. Ich sehe vielleicht irgendwie rechts abbiegen irgendwo am besten. Da gibt es kein rechts abbiegen mehr, ne? Da vorne. Nee, das ist aber nicht dieselbe Straße. Da, hier, hier, hier und dann da. Aber hier bis zum Wasser da oben, bis zum Shop. Und dann schwimmen wir darüber. Wenn ja. Ich fahre hier am besten bis hier noch rüber, über die Eisenbahn, ey. Warum schwimmen? Aber am besten noch hier oben runterspringen, mit dem Fallschirm darüber fliegen kann, jo. Da kommen wir noch recht weit. Hier geht's wieder runter, dann springen wir jetzt hier runter. Oh, wir fahren noch ein Stück. Spring ich hier jetzt runter? Einmal aussteigen, bitte. Hui. Ich ruf, da will ich auf jeden Fall nochmal nachladen. Bist du denn? Volle Panzerung. Ja, nehme ich. So. Wieder schon instant neben mir was. Oh Gott, uiuiui. Da kommt was weg. Laufen, einfach laufen, einfach laufen. Alter, wie viele Zombies spawnen hier? What the fuck, ey? Alter, das geht hier ab. Oh mein Gott. Wir haben Sichtkontakt zu einem Terminus-Konvoi, der es eilig hat. Ich rufe einen anderen Feed auf.
Hilfe! Aua! Was war das denn? Warum sind hier so viele, ey? Nee, die landen es falsch rum. Kannst du nicht andersrum landen? Ich muss eigentlich nochmal nachladen, weil ich muss natürlich nur 5 Sekunden überleben oder so. Ja, what the fuck? Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen sollte, reinzukommen. Jo! Tauchen, Alter! Der ist tot. Könnte man mich schwimmen? Ach, drinne! Ja, heb ab. Heb ab. Okay, Alter, das war aber gerade schon hart. Das ist ja alles gespawnt, ey. What the fuck? Warum ist ja so viel gespawnt, ey? Holy shit. Aber geschafft. So einen Auftrag haben wir auch abgeschlossen. Von daher können wir ja zufrieden sein. Konvoi-Söldner müssen wir danach platt machen. Okay. Jetzt ist das aber alles echt einfach verschwunden, das wie es aussieht, oder? Na gut, dann war es das für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.